Der plötzliche Tod von Falco Ochsenknecht, bekannt aus der Serie Berlin Tag und Nacht, hat seine Kollegen und Freunde tief getroffen. Falco Ochsenknecht, der im Alter von nur 39 Jahren verstarb, hinterlässt eine große Lücke in der deutschen TV-Landschaft. Melanio Grillenberger, sein langjähriger Manager, äußerte sich gegenüber Bild. Wir wussten nichts von Falcos Tod. Das ganze Büro ist unter Schock. Wir waren überrumpelt, als wir die Nachricht gelesen haben. Am 1. Juli wurde Falco Ochsenknecht leblos in seiner Berliner Eigentumswohnung aufgefunden. Die Todesursache soll ein Herzstillstand gewesen sein. Laut Berliner Staatsanwaltschaft gäbe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine Obduktion wurde angeordnet, um die endgültige Todesursache zu bestimmen. Zur Klärung der genauen Ursache wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, so Sprecher Sebastian Büchner gegenüber Bild. Dazu gehören auch ein chemisch-toxisches Gutachten sowie eine feingewebliche Untersuchung. Deren Ergebnis werde aber womöglich erst in 2 bis 3 Monaten vorliegen. Thank you.